Bleib doch mal draußen, wenn ich die goldene Kugel habe. Oh, die sind hier oben. Flop. Ich brauch Drohne. Die Drohne ist schon da. Deckung. Goldene Kugel kriegen lassen. Nee, er hat sie auch diesmal vorher gekriegt. Also geht das auch in der Ladephase. War vielleicht nur ein doofer Zufall, dass wir das letzte Mal nicht die goldene Kugel bekommen haben. Muss jetzt erstmal hier tief eintauchen in das Thema goldene Kugel. Scheint wirklich ein echt nices Event zu sein. Macht auf jeden Fall Fun auf Fun. Zack, da, hier. Wo willst du hin? Da hier reingeworfen? Das wäre es ja gewesen, Mensch. Was bist du, ein Olympionik oder was? Granatenzieher werfen. Oh, jawohl. Ich kann kaum die nächste Runde mit der goldenen Kugel erwarten. Da hinten, den da. Den müssen wir als erstes eliminieren. Kann der auch schneller laufen? Nein, nein, nein. Schieß nicht auf mich. Jeder will die goldene Kugel haben. Jetzt hat er sie wieder gekriegt. Frechheit. Frechheit, aber es sind genug goldene Kugeln für alle da. Ja, mehr als genug. Deckung. Aber nicht hier drin, oder? Durch die Phase sind wir schon, dass der Dicke von hier drinnen kommen würde. Stimmt, den haben wir ja eliminiert. Hieß der nicht Drill oder so? Kann ich hier rausspringen? Aua! Hat ein bisschen Energie gekostet. Denn hier draußen spielt die Musik. Dark Winter. Oh. Oh, 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 oh. Schande, 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 Schande. Na, na, Schild. Na, geht doch. Deckung wieder. Ah, oh, ah. It burns, nein. It burns wirklich, ey. Dranbleiben. Keine Muni. Oh, 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 oh. Das hat man schon lange nicht mehr. Aber hier sind noch mehr Gegner. Vorsichtig. Nee, ich hätte den Kleinen eliminieren sollen. Den Kleinen zuerst. Goldene Kugel. Du Ratte. Oh. So cool. Das ist so cool. Muss man Einsatz spielen. Also etwas mit engem Raum. Dass wir die goldene Kugel so ein bisschen zielgerichteter hier durch die Gegend feuern können. Da. Flunk, flunk. Plunder. Check ich später. Wirklich. Zack, zack, zack. Und den Vorratsraum nicht vergessen. Essen und trinken. Lecker, lecker. Das ist auch Ressourcen. Wichtig. Einmal bitte rüber. Electronic. Und dann immer schön die Augen offen halten. Nach grünen und blauen Vierecken. Oh, hier liegt noch eine Menge rum. Da, Titan und Plunder. Und der Plunderraum ist da drüben. Mhm, ja. Eclipse brauche ich nicht, aber... Ne, die Know-how-Bank. Die wird sich bedanken. Nein, nein, das bitte. Plundern sollst du, richtig. Und hier ist, nee, immer noch nicht alles fertig. Meine Güte. So viel Kram. Wirklich, das ist das absolute Loot-Spiel. Ausstattungsanfertigungsbehälter. Haben wir gekriegt, ne? Jetzt durch das goldene Kugel-Event. Ey, komm mal. Springst du da einfach durch? Bist du lebensmüde? Was meinst du, was deine Knochen dazu sagen? Wir holen gleich das letzte Stück da draußen, aber erst möchte ich in den Plunderraum. Zack. Wir können dann eigentlich auch gleich weiter, ne? Haupteinsatz. Sollen wir spielen? Wahrscheinlich hier im Financial... Wall Street wird ja vorgegeben. Stimmt. Ja. Plunder. Und Ressourcen. Und das letzte Stückchen da draußen. Höchstwahrscheinlich das letzte Stückchen. Aber man weiß ja nie... Wenn man dann draußen ist, ploppen da rechts und links neue Dinge auf. So. Wall Street, bitte. Wir beamen uns einmal rüber. Ich markiere es vorher, damit er Bescheid weiß.
Spielersuche läuft noch. Ist das Event jetzt an, oder? Ist es an? Nee, noch nicht, ne? Ich muss kurz... alterieren. Nee, hä? Da, okay, hier ist das Schildchen. Ich weiß nicht, warum das manchmal nicht geht. F gedrückt halten, bitte. Schwierigkeitsgrad, heroisch, wiederholen. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und jetzt... geht es. Aber nur zu zweit. Warum... warum nicht noch mehr? Mehr Agents finden für diesen Einsatz. Ruf nach Verstärkung. Seien Sie vorsichtig. Okay. Ich werfe Sie ungern den Wölfen vor, egal wie sehr nee. Keine Ahnung. Wir packen das auch zu zweit, Mensch. Verstärkungsanforderung gesetzt. Ja, aber da dreht sich unten nichts. Da. Goldene Kugel. Schieß schon. Wir waren gerade ein bisschen geblendet. Aber warum? Hallo, du kannst wieder gerade laufen. Ich erlaube es dir. Flop. Hey, warum habe ich die goldene Kugel nicht bekommen? Ich stehe da noch nicht ganz durch. Aber der Zeitpunkt wird kommen. Droni. Deckung. Flop. Hey, ich stehe geblieben. Du bist mein Roter. Ich habe die goldene Kugel. Überraschung. Das kam wirklich sehr plötzlich. Immer dann, wenn keine Gegner da sind. Meine Güte. Kann man sich das nicht vielleicht sparen? Ah, okay, es kommen doch Leute dazu. Wie schön. Das Team kann also voll werden. Wie es sich gehört. Quasi ein Level-Nachbar. Auch irgendwas um die 500. Na, rüber bitte. Und jawohl, ja. Wir können. Action. Ich gehe ganz nach vorne wieder. Ah, 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 ah. Flop und flop. Nice. Oh, oh. Die arme Geisel. Vorsichtig. Nein. Dafür, das konnten wir doch nicht verhindern, oder? Flop. Carabine. Aber nicht von hier hinten. Action, los. Oh, das ist irritierend, dass man, naja, goldene Kugel bedingt, Gold leuchtet, aber nicht nur wir selber, sondern auch die Gegner. Deswegen habe ich gerade schon wieder auf ihn geschossen. Habt ihr da was gefunden? Eine geheime Geheimlootkiste. Ja, ist irritierend, ne? Das sind doch nur Schrauben, richtig? Und Schrauben haben wir genug. Ach verdammt, ich muss noch füttern, ne? Aber der Kontrollpunkt, der rennt ja nicht weg. So. Deckung geht hier nicht, ne? Okay, ich gehe hier lang. Ist mein Lieblingsweg. Auch deiner, ne? Ich merke schon. Und hier positionieren. Welcher? Mein Level-Nachbar? Jetzt, 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 gib mir! Und schneller nachladen gibt's auch noch. Das wird immer besser, aber die Muni... ach so, deswegen ging unsere Muni so schnell leer. Weil wir schneller unsere Munition verschießen. Ping, ping, ping. Und dann schön die Kills ketten, Mensch. Die Tricks kombinieren in Tony Hawk. Verbunden mit Manuals. Soll ich? Mach. Geht das auch schneller mit goldene Kugel? Oh, 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 ping, 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 ich bin tot. Nee, doch nicht. Hab's mir anders überlegt. Oh, hi. Flop. Und das noch mehr. Nein, 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 lass mein Schild in Ruhe. Du Luder, du. Noch mehr hier. Ich muss zirkeln können. Müsste alle golden leuchtend sein. Plunder, nimm mit. Die China-Vorräte. Plunder. Okay. Erstmal clearen, würde ich sagen. Bevor wir die nächste Kiste aufmachen, ist doch gleich viel entspannter. Jupp, jupp, jupp. Zack. Waffenwechsel nicht vergessen.
Oh, wir sind wieder goldig. Yay. Zerlegt sie. Und jetzt kommen keine Gegner. Hm, na gut, dann eben Kiste öffnen, bitte. Ping, 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 ping. Ja, geöffnet. China-Vorräte eingesteckt. Ist hier zufällig eine Munitionskiste, ne? Ich muss mal auf die Munitionszahl achten, wenn ich goldig bin. Ob da wirklich die Munition schneller verschossen wird. Vielleicht zählt das ja gar nicht oder so. Im goldene Kugelmodus. Hier ist doch Munition, ne? Hab ich doch gleich erkannt. Die Limo-Kiste. Die leicht angekratzte. Wenn wir wollen, können wir weiter. Die Vorräte sind weg. Dutchess antwortet nicht. Ich brauche jetzt was mit Distanz. Scheiße. Ist Dutchess tot? Oh, der Dicke, der Stackfüller. Goldene Kugel wird vom Gegner zusammengehauen. Boom. Nein, nein, nein. Glaskanone. Glaskanone. Goldene Kugel wird abgestellt. Wo? Wo genau? Feindliche Truppen im Anmarsch. Sie kommen. Komm da raus, Junge. Komm raus. Flop. Jawohl, jetzt. Goldene Kugel mit Carbine. Das ist einfach nur der Hammer, wie schnell die Knarre dann auch schießt. Können wir da hoch? Das ist Munition. Und vielleicht die ein oder andere versteckte Ressourcenkiste. Naja, ein Gewehrkofferchen. Auch nicht so verkehrt. Plunder, danke sehr. Und, na, rüber bitte. Deckung und weiter Carbine. Nice. Schön über die Kante ballern. Goldig. Oh Gott, wenn der dich jetzt trifft mit Goldmuni, dann ist alles zu spät. Dann ist alles zu spät. Sie kommen. Ja, Carbine Action. Goldig. Goldene Carbine. Dann müssen wir die Police ausprobieren mit goldener Kugel. Verdammt doch mal, ja. Das müsste die ganze Zeit sein in dem Spiel. Immer goldene Kugel. Ganz ruhig. Das wäre super. Überstürzen Sie nichts. So wie bei Breakpoint, da kannst du ja auch gewisse globale Events ein- und ausschalten, wie du möchtest. So Terminator-Event und sowas. Warum kann ich nicht goldene Kugel immer aktivieren? Für alle Leute, die das halt auch immer aktiviert haben wollen, mit denen kann man dann zusammenspielen. Das wäre doch super interessant. Ansonsten, wie oft kommt das? Einmal pro Season, ne? Also maximal 4-mal in einem Jahr. Aber echt cool. Habe ich noch nie zuvor gespielt. Wieder was Neues. Ping, 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 ping. Und jetzt draußen, ne? Das Panzerfahrzeug. Ja, es kündigt sich an. Rolle vorwärts. Deckung. Droni. Blub. Das sind Dark Winter Action erstmal wieder. Töpfchen, Deckung. Na, goldene Kugel. Verdammt doch mal, verdammt doch mal. Bleib stehen. Auf dich zu rollen. Willst du mich rollen? Na, 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 na. Ping. Goldene Kugel. Oh ja, und der Stackmensch, der skaliert damit so schön. Das ist ja fantastisch. Na los, weiter. Ich brauche was mit mehr Wumms. Da kommt was, da kommt was. Das ist ungünstig. Muss ich da noch mehr zerschießen? Nee, ne? Nur die Spanplatte, ne? Was ist denn das für einer? Ein LMGler. Darf man nicht unterschätzen. So, gleich. Gleich wieder rausgucken. Mit der goldenen Kugel. Hier ist keiner. Wunderbar. Das freut mich am allermeisten. Nun stirb doch mal endlich. Damit ich die goldene Kugel behalten kann. Ja. Na los. Hol deine goldene Kugel, dann killen wir dich und dann stürmen wir wieder vor. Ja, los! Mensch, du kannst doch nicht aus der Deckung blind rausschießen, wenn du die goldene Kugel hast. Junge, Junge, Junge. So, Muni sieht noch in Ordnung aus. Das Panzergefährt ist im Eimer.
Warte mal, da ist noch einer. Ein Versprengter. Der hat sich zurückge... Oh, es kommen noch mehr. Von hinten. Hey! Ich folge lieber euch. Hinter uns, das ist noch nicht geklärt. Das ist nicht sauber. Das ist keine saubere Arbeit. Wir sind hier nicht bei der Black Task. Hat sich in der Börse verkrochen. Aber ist egal, ne? Ja, wir ignorieren vielleicht das jetzt mal. Das Gerüst auf der anderen Straßenseite rein. Ja. Offensichtlich wird das jetzt hier ignoriert. Voll, dass das geht. Dass wir einfach weiterlaufen können. Improvisiertes Fitnessstudio. Ich gehe oben lang. Na, nein. Immer wieder diese Unterbrechungen. Ich komme darauf einfach nicht klar. Das ist zu viel Stress für mich. Na. Das Schild hier. Viel zu viel Stress. Ja, mach mal. Mach mal hier schön fertig. Flop. Schild die wieder raus. Goldene Kugel. Für alle. Yeah. Ich dachte, ich krieg sie jetzt. Aber nein. Der schießt doch nicht automatisch. Doch, er schießt automatisch. Oh meine Güte, das Ding explodiert auch noch zum Ende des Tages. Goni, durchhalten bitte. Ach komm. Sturmgewehr. Auf die Distanz, Mensch. Ansonsten wären wir nicht mehr froh. Ja, der Stack geht echt gut voll. Eigentlich schon ab einem Drittel mit dem Sturmgewehr. Kommt immer darauf an, wie weit die Gegner entfernt sind. Das muss ich besser verinnerlichen. Katsching. Jetzt kommen hinter mir welche, ne? Boom. Herausforderung abgeschlossen. So schnell, Mensch. Und die ersten Kisten, also zumindest unter den ersten Kisten, sind die ganzen Ressourcenbehälter. Darauf kommt es uns jetzt am meisten an, ne? Die goldene Knarre als Anhänger, meine Güte, ne? Wie alt bin ich? 9 oder was? Aber der Leuchtstick ist schon cool, den wir aktuell haben. Den würde ich niemals ersetzen, selbst wenn wir die goldene Kugelknarre bekommen sollten. Aber jetzt ist erstmal Party-Time. Näher ran bitte. Näher ran. Carabine. Zack. Gürtel. Gegner hat jetzt eine goldene Kugel. Ich hab von denen. Habe ich jetzt eine goldene Kugel? Ich glaube nicht. Zack. Zerlegt. Kleiner LMGler. Muss man trotzdem ernst nehmen. Ich habe die goldene Kugel. Tanzt alle für mich. Tanz. Da kommen sie. Genau jetzt. Perfektes Timing. Ja. Yeah. Los, noch mehr. Ach komm, das war alles. Man müsste irgendwie so einen kleinen Ingame-Editor haben, wo man so gewisse Räumlichkeiten selber zusammenstellen kann und dann auch einstellen kann, wie und wie viele Gegner irgendwoher kommen. Einfach nur so zum Ballern, so quasi so ein VR-Schießstand oder sowas. Das wäre cool. Da würde ich einfach nur so einen geraden Gang machen, für mich eine Deckung und dann so eine Unendlichkeitsgegnertür und einfach schön draufhalten, die ganze Zeit. Natürlich kann man dann noch goldene Kugel und sowas separat von vornherein einstellen. Das wäre super. Das würde ich den ganzen Tag machen. Wirklich den ganzen Tag. Mit wachsender Begeisterung. Los! Kollegen hier! Caravine. Etwas mit Wumms und Schild. Der zerlegt die alle. Meine Güte. Alter Schwede. Aber wirklich. Na. Er ist gut drauf. Das muss man anerkennen. Da braucht man nicht eingeschüchtert sein. Das sollte einen eher motivieren. Noch mehr Dampf zu geben. Los! Gutes Teammitglied. Kann man nicht anders sagen. Das ist die kleine Vektor. Da können wir nichts mit anfangen. Haben wir ja letztens schmerzlich erfahren müssen. Nach so viel Einstellungsarbeit und dann die große Enttäuschung. Also die Folge ist noch nicht raus. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das nicht einfach rauskannte. Aber dann hätte das jetzt hier keinen Sinn, was ich gerade erzählt habe.
Und das möchte ich natürlich auch nicht. Das Ganze erzählt ja auch immer eine Geschichte. Eine Geschichte des Leidens. Dragov! Wir kommen! Ressourcen nicht vergessen. Manchmal kommt der, ich habe die Kiste geöffnet, Sound ein bisschen zu spät. Ja, ja, ist gut. Ich komme ja schon. Die Arena tobt. Gibt es hier nicht schon irgendwas zum Wegballern? Die gelben Kästen dürfen wir nicht vergessen. Die sind hier überall. Vielleicht machen wir das lieber später. Hier, so ein Kasten zum Beispiel. Es geht los. Goldene Kugel für alle. Carabine. Droni. Schießt einer auf mich? Ja, von da. Verdammt. Nein, bitte nicht wegsterben. Ein Fehler und man liegt hier. Leicht verschwendetes Medikit, aber nur ganz leicht. Ich folge dem Schweden. Ich glaube, hier im Karree, hier ging das einigermaßen. Goldene Kugel im Anmarsch. Ich erwische ihn nicht. Leider. Goldene Kugel wird vom Gegner zusammengebaut. Ja. Flop. Yay, yeah, wir haben die goldene Kugel. Gegner, wo seid ihr? Oh, so ungünstig. Okay. Verlängert. Na. Liebe ich ja. Und jetzt hat er gleich die goldene Kugel. Ping. Plunder, schon mal einstecken. Solange Zeit ist. Oh. Sehe nichts. Ich orientiere mich hier an den Funken. Vorsicht, Minigun. Dragov. Du Hund, du. Oh, der ist direkt hinter mir. Die komme ich bestimmt gleich holen. Wer? Oh, hier passiert irgendwas Ungünstiges für mich. Das hat der rote Bereich angekündigt. Ich lenke sie ab mit meiner Anwesenheit. Das ist auch viel wert als Aufgabe. Ich kann jetzt hier natürlich nicht raus. Doch so ein bisschen. Dankeschön. Schön, dass ihr hier seid. Gib ihm. Dragov, du Hund. Er hat keinen Helm mehr. Das ist sehr gefährlich hier, in so einem Gefecht keinen Helm zu tragen. Fast so gefährlich wie in Berlin ohne Fahrradhelm zu fahren, Mensch. Haben wir gut gemacht. Das war die Wall Street.